Guten Morgen aus dem Zelt. Oh Gott, alle noch verschlafen. Heute ist unsere vierte Nacht mittlerweile im Zelt. Wir sind jetzt in Alexandra. Das ist die sonnigste Stadt Neuseelands, hat man uns erzählt. Und tatsächlich, ich sitze hier mit bauchfreien Top, weil es ist wirklich ganz, ganz heiß. Die Klimaanlage im Auto läuft. Es kann aber auch ganz, ganz kalt werden. Kann auch kalt werden. Wir haben hier auch schon Skilift und alles gesehen. Wir hatten heute Nacht über 15 Grad. Das ist ganz schön viel nachts. Und tagsüber hatten wir gestern auch 29 Grad. Das ist auch sehr, sehr warm. Wir hatten auch mal über dem Gletscher ein Eis. Eine Kugel Eis. Nee, aber ja, das Coole an den Tagen hier ist, abends um 9 ist es relativ noch sehr hell und das fällt Mama immer nicht auf. Das heißt, wir gehen immer so meistens um 11 oder um 10 ins Bett. Gestern sind wir um 10:30 ins Bett gegangen. Ja, es ist ganz schön spät für euch. Wir dürfen auch sowieso ins Bett gehen, wenn wir wollen. Denkt er. Also wir sind aus den Bergen, aus der Hochlage von Alexandra bei 29 Grad und schnell in der Sonne losgefahren. Hallo. Und jetzt ist es hier schweinekalt, wir haben 16 Grad, ihr seht es, ich habe meine Jacke hier an. Und ja, wir haben auch ein leichtes Hungergefühl, wir haben irgendwie um 11 das erste Frühstück gehabt, um 2 gab es für die Kinder nochmal was auf dem Spielplatz. Aber jetzt ist es schon kurz nach 5, ich glaube sogar schon 5:30. Und kurz hinter so einer Baustelle an der Hauptstraße hat Katrin jetzt ein Veggie, so einen Hofladen würde man dazu in Deutschland wahrscheinlich sagen, gefunden. Und da ist jetzt erstmal verschwunden und schon seit einer halben Stunde. Ich bin gespannt, mit was für einem Gedöns sie da rauskommt. Also ich könnte mich hier theoretisch tot kaufen. 2 große Brokkolis für 4 Dollar oder 3 Kilo rote Beete für 4 Dollar. Das ist echt witzig. Oder Mama, aber die Frage ist, diese Äpfel essen wir gar nicht. Ja, oder eine Frage, Mama kriegt jetzt diese Äpfel. Das ist total doof. Nee, das ist jetzt auch ein YouTube-Video. So, jetzt gehen wir noch zum Supermarkt, obwohl ich hier alles habe, was ich brauche. Und dann kaufen wir noch Porridge, weil Porridge gibt es hier nicht. Hier gibt es nur Obst und Gemüse, aber richtig cool. Wir sind jetzt auf dem Campingplatz angekommen. Wir wollten heute eigentlich noch mal wild campen, aber es ist leider zu kalt. Wir frieren. Mathilda ist ganz rot, Marie hat eine rote Nase, Julian hat auch. Ich habe mir heute meinen Finger geklemmt in der Tür. Marie hat die Tür richtig zugeschlagen. Am Auto, ne? Julian hat mir auch meine Nase geklemmt. Ja, heute haben sich alle wehgetan. Ich bin auch einfach vom Stuhl gefallen. Wir sitzen hier gerade in der Gemeinschaftsküche eines Campingplatzes. Warte, auf uns. Oh, Julian! Und? Ah, das ist doch mein Fuß! Ah! Und lass das uns hier gut gehen. Hier ist ein Spielplatz vom alten Museum. Ja. Und ich glaube, die Sachen, die da drin im Museum stehen, sind alle, glaube ich, noch aus dem Jahr 1980 oder 1990. Mhm. Und ich wollte euch noch was sagen. Das Coolste am Spielplatz ist wirklich die Rutsche. Und dann gibt es da auch noch ein Hamsterrad, wo wir immer laufen. Dann dahin, wo dann rutschen wir runter auf die Seilbahn. Wisst ihr was, wollt ihr sagen? Wisst ihr was? Bei dieser Spielplatz. An der Schaukel gibt es keine normale Schaukel, sondern eine richtig geile. Muss ich euch nochmal erklären. Das ist sowas, wo die Leute früher ihren Reis getragen haben. Okay, daraus guck ich mir nachher nochmal an. Daraus kann man aber auch super eine Schaukel machen. Wenn 6 Kekse sind und 4 Leute einen wollen, kriegt Papa einen, ich 2, kriegt Papa ein, ich einen, Marie ein, Mama ein und den hier teilen wir in 2. Dann kann Marie und Mama einen haben und hier den hier in 2. Dann kann ich und Papa einen haben. Was ist mit der Uschi da hinten? Die kriegt Honig. Wir haben hier einen Pinguin gefunden, wir müssen den schnell sehen, weil jetzt ist er richtig sichtbar. Das ist ein Pinguin. Ein Vogel, der nicht fliegen kann. Sie gehen auf Knien. Wir haben mal wieder zu lange geschlafen. Weil das Zelt so gemütlich ist, ne? Weil wir gefrühstückt haben und alles. Aber die Pinguine, die gehen halt morgens. Und abends sind sie unterwegs und wir haben wahrscheinlich jetzt Pech und sehen keine mehr hier
an der Küste. Und dann sehe ich dann hier, das ist auch ganz spannend. Entschuldigung, meine Augen wandern überall hin. Und sie sagte aber gerade, so eine Local, die wir gefragt haben, vielleicht haben wir Glück und sehen ein paar Seerobben. Das gucken wir mal. Oh, Stefan, ey. Frische Pinguinkacke gefunden. Wir schauen mal, ob wir jetzt welche finden. Wenn ja, dann freuen wir uns. Wenn nein, haben wir halt Pech gehabt, dann soll es südlicher von Christchurch auch noch welche geben. Und genau, jetzt gehen wir hier so einen kleinen Weg entlang. Der ist ab 10 Uhr immer geöffnet, wo die Pinguine sonst immer stranden. Das ist der Junge mit den Flipflops von Marie, weil seine Schuhe nämlich verloren gegangen sind. Du brauchst gar nicht so zu grimmen, Freundchen. Wir suchen jetzt nach einem Stellplatz und ich zeige euch mal ganz kurz den Ausblick. Wir sind jetzt einfach irgendeinen Weg von der Stadt. Da stand Leuchtturm. Von der Stadt abgefahren nach oben, weil da Leuchtturm stand und jetzt ist der Ausblick natürlich gigantisch, aber hier ist nichts gerade. Wir können nirgendwo unser Zelt aufbauen. Da hinten am Ende ist doch auch ein Leuchtturm, wenn man nicht. Ja, aber es sind noch 10 Kilometer. Ja, wir sind kurzer Zwischenstand von uns. Wir sind nach Akora. Ich glaube, ich muss erstmal eine Akaroa, siehst du? Erstmal eine Sprachschule der Maoris besuchen, Papa, bevor ich die. Ich kann ja nicht mal Karten lesen, so wie die Katrin aus Japan. Kennt ihr die noch? Ansonsten mal die ganzen Japan-Videos alle nochmal schnell gucken. Ja, was wollte ich sagen, nachdem ich hier distracted wurde die ganze Zeit? Mann, ich will was für YouTube sagen und hier bringt mich alle durcheinander. Also, ich mach's kurz. Wir haben einen Zeltplatz gesucht, also ein Freicampen, wollten wir letzte Nacht nochmal, haben nichts gefunden. Dann haben wir einen Platz gefunden auf so einer App, die ich mir runtergeladen habe. Da konnte man dann nur mit dem Motorcamper stehen, da konnte ich also nicht die Heringe in den Asphalt reinknallen. Konnten wir also kein Zelt abbauen. Und jetzt sind wir ein bisschen umhergefahren und haben gesucht und jetzt stehen wir hier. Da, Zelt passt schon. Einziger Nachteil, natürlich wie immer, ein Camper ist hier schon. Der gute Junge von Maui. Wahrscheinlich keiner drinnen zu sein. Und ist jemand drinnen? Doch, ja. Okay, siehst du, wie der Papa hat, keine Ahnung. Aber es ist herrlich, Mama macht da unten ein bisschen Barbecue für uns. Nee, wir essen natürlich alles kalt. Und jetzt kommt das Highlight. Der Julian hat ja seine Schuhe vergessen. Ach nee, bei YouTube haben wir es noch gar nicht gesagt. Bei Katrin auf Instagram müsst ihr mal mitlesen. Ich habe 300 Euro Chucks bekommen. Julian hat jetzt das geschafft, in 12 Monaten das 13. Paar Schuhe zu vernichten, zu vergessen oder sonst irgendwas. Und wir haben gesagt, Flipflops gibt es jetzt erstmal keine neue, sondern das kommt dann in Thailand im Januar. Aber dann hat der gute Junge, der hier, der Hübsche, der hat dann auch noch seine Turnschuhe, die wir ihm gekauft haben, irgendwo unter der Parkbank stehen lassen. Ich weiß gar nicht, ob wir da übernachtet haben oder so. Und dann steigen wir an der Küste plötzlich aus, wo es kalt wird. Warte mal, ich komm mal runter. Steigen wir plötzlich an der Küste aus, wo es kalt wird und sagen, Julian, zieh die Schuhe an. Und wir suchen das ganze Auto ab, wo sind keine Schuhe drin. Wir mussten uns dann irgendwie Schuhe besorgen, was ja nicht so ganz einfach ist. Und deshalb waren wir heute bei der Heilsarmee und haben für die Kinder neue Schuhe geholt. Die zeige ich euch jetzt mal und dann können sie auch gleich erzählen, was sie gekostet haben. Was sind das? Das ist ein Modell Used. Das sind Chucks. Originale hat Mama gesagt, die haben 500 Euro ohne den 2-0 gekostet. 600 Euro. Achso, ohne die 2-0. Genau. Also 5 Euro. 5 Dollar wahrscheinlich, ne? Ja. Was ist denn da? Salat, wow. Und hier Modell Nummer 2. Die kamen dann heulend raus aus dem Laden. Mama? Ja? Was haben Maries Schuhe gekostet? 9 Dollar. 9 Dollar. Ja, nachdem die Kids gestern hier noch mit ihren Schuhen, ihren neuen Schuhen fleißig umhergeflitzt sind, kam plötzlich aus diesem Wohnmobil hier hinter uns ein Pärchen mit einem kleinen Kind. Und wie ist das? Wir haben das gesagt in Neuseeland. Hier spricht jeder Deutsch. Also ein Pärchen, die kommen aus Dresden und ganz lieb. Die sind auch schon seit 8 Monaten oder so unterwegs. Die nutzen die Elternzeit. Und wie das denn so ist, meine Frau, die Quatschbacke. Jetzt sitzen wir alle da hinten zusammen. Und sind schön mit denen am Frühstücken und tauschen uns mal aus. Die waren nämlich auch in Argentinien, in Chile, die waren in den USA, sind dadurch gegengereist mit dem Camper
Und das sind ja alles noch so Reiseziele, die wir auch auf unserer langfristigen Bucketlist haben. Und das ist immer cool, wenn man ein paar Tipps hat. Morgen hier, letzter Beitrag aus unserem Mietwagen. Wir bringen den jetzt nämlich gerade zurück. Und dann holen wir unseren Camper ab und dann geht es los Richtung Auckland. Und die Kinder freuen sich schon sehr. Freut ihr euch auf den Camper? Ja. Vollgestellt. Nee, die freuen sich wirklich. Also es ist, wird ein Abenteuer und jetzt freuen wir uns auf die letzten Tage in Neuseeland. Ja, es ist ein Wohnmobil, genau. Ja, ein Wohnmobil. Also erstmal ist hier die Küche. Hier, kleiner Fernsehen. Hier ist ein Tisch mit Bänken und mit Anschnaller. Und da oben ist unser Alkoven. Und gerade geht es noch weiter. Warte. Ins Klo. So, hier ist das Klo. Ist im Moment sehr klein. Hier ist das Waschbecken, kann man so aufklappen. Und hier ist die Toilette. So. Ja. Und dann geht es nochmal hier hin. Hier baut Papa schon das auf. Das ist eigentlich eine Tischgruppe, ne? Das ist eigentlich eine Tischgruppe. Wo ist der Tisch? Der Tisch ist, verschwindet wie bei allen so zu einem... Da drunter, ne? Ja, genau. Wir haben auf einem Sprinter-Modell einfach so einen riesen Kasten draufgesetzt. Während man in Deutschland, wenn man so einen Sprinter hat oder so einen Crafter oder irgendwas ausbaut, hat man ja immer diese Form so nach oben eng. Aber wir haben hier extrem viel Raum mit einer richtig großen Toilette dran und dran. Also ich bin total begeistert davon. Das ist richtig... Ja. Ist natürlich runtergerasselt. Also wenn du mit der Kiste fährst, dann... klappert alles und die Schränke und so. Das ist also qualitativ das Billigste, was es gibt, aber enorm viel Raum für eine Familie. Hast du eine Decke? Wie viele Leute können da schlafen, Mathilda? Also im Moment zu sechs. Wir sind doch gar nicht zu sechs. Wir sind fünf eigentlich, aber wir haben jetzt in sechs. Sechs Sitzer genommen, nämlich wir haben das nur gemacht, weil zum Beispiel... Zwei Kissenmäuschen. Okay. Ihr müsst gerade meinem Papa helfen, ja. Noch eins? Das war's. Okay. Hier haben wir noch Fahrerhäuschen. Stefans Platz, mein Platz. Hier noch mit so einer Gardine. Mach mal bitte. Nämlich die soll es dann nicht sehen. Okay.